Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt ja quasi ein dritter Teil von, ja sagen wir mal, Kaufberatungsvideos für Einsteiger. Ich habe da ja schon Videos gemacht, wie man günstig Lautsprecher kaufen kann und letztes Mal auch, wie man günstig Verstärker kaufen kann oder beziehungsweise was man für günstige Geräte kaufen sollte, anhören, testen sollte. Ganz schnell kam dann die Frage, kannst du sowas nicht auch mal für Subwoofer machen? Na klar, jetzt ist es dabei. Viel Spaß dabei, euer Speakerschocker. Es sind Subwoofer, die den Einsteiger wirklich sehr interessieren können. Fangen wir dann mal an. Und anfangen tut hier in diesem Fall der Klipsch R12 SW. Hier haben wir einen Preis von ca. 250 bis 400 Euro. Ja, Klipsch kennt man, sehr auffälliges Design. Manche finden es schön, manche finden es pottehässlich. Ich finde, es ist ein cooles Design. So, was kann der Subwoofer denn? Der Lautsprecher kann tief spielen. Er hat eine digitale Endstufe mit 150 Watt RMS-Leistung und einer Maximalbelastung oder Leistung von 300 Watt, aber Wattangaben sind hier gar nicht mal so wichtig. Hier wird ein Frequenzgang angegeben von 32 Hertz runter. Das ist in der Preiskategorie ab 250 Euro gar nicht mal so schlecht. Bis 120 Hertz plus minus 3 dB wird hier angegeben. Er ist ausgestattet mit einem 25,4 cm Chassis und ja, wiegt stolze 11,6 Kilogramm. Ja, ist ein Bassreflexgehäuse und relativ kompakt noch gebaut. Mit Maßen, ja, hoch ist er 31 cm, tief fast 40 cm, ja, Breite 36 cm. Also, ja, ist noch ganz im Rahmen. Wir können hier den Low-Pass-Filter, den können wir ja einstellen, stufenlos, wie wir lustig sind. Er hat eine automatische Einschaltfunktion. Man kann ihn aber auch auf Dauer einschalten. Ne? Also wenn man diese automatische Einschaltung nicht will, kann man das Ganze weglassen. Und die Phase können wir auch noch ändern. Und das waren auch schon die Produktmerkmale. Also es ist ein einfach aufgebauter Subwoofer, der aber doch hier, viele sagen, ein edles Design hat und wirklich einen guten Klang bringt. Ich selber habe ihn mal gehört und ja, der ist geil. Ja, warum habe ich ihn mir nicht gekauft? Damals, als er auf den Markt kam, war er mit 500 Euro doch ein bisschen zu teuer und ich habe mir gedacht, dass die goldene Membran, die passt überhaupt nicht. Damals wohnte ich auch noch in einer ganz anderen Wohnung. Also habe ich mich damals für einen anderen entschieden und zwar für den JBL ES250P oder PW Wireless LAN. Ja, jetzt denkt der eine, oh, was schlägt er denn vor, der hatte doch nur Theater damit. Ja, ich hatte da Probleme mit, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich diesen Subwoofer gekauft haben und sind damit wunderbar zufrieden. Als ich ihn hatte, war ich auch wunderbar zufrieden. Er kann schon laut, nur ganz tief, das mag er nicht. Und die Leistungsangabe hier mit bis zu 700 Watt ist auch ein bisschen übertrieben, weil der Name ES250, der lässt darauf schließen, hier ist eine 250 Watt Endstufe wirklich realistisch. Aber wo sollen da 700 Watt herkommen? Verbaut ist ein 30 cm Tieftöner. Und wie gesagt, wir können das Ganze mit Wireless LAN ansteuern. Das heißt, ein Kabel vom Verstärker zum Subwoofer brauchen wir nicht legen. Das Ganze kann man über WLAN laufen lassen, habe ich auch gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Angegeben wird er hier mit einem Frequenzgang von 25 bis 150 Hertz. Ja, 25 Hertz, ja, das passt sogar fast noch. Hier ist aber leider nicht angegeben, mit was für einer plus minus dB hier wir arbeiten müssen. Aber er kommt schon tief runter. Nur halt, wenn es wirklich auf 24, 23, 20 Hertz zugeht, das ist überhaupt nichts für den Subwoofer. Da sollte man dann auch wenn es möglich am Verstärker ist, den Subsonic-Filter einsetzen, weil ab unter 25 Hertz zieht die Membran sich einfach nur noch in das Gehäuse rein, schwingt gar nicht mehr richtig, bringt dann also gar nichts. Hier fängt er bei 300 Euro, 320 Euro, manchmal auch, wenn man Glück hat, findet man ihn für 280 Euro, fängt der ganze Spaß hier bei JBL ES250 PW an. Es gibt auch noch einen kleineren Bruder, den 150P.
Wenn ihr Glück habt, findet ihr ihn noch. Ich finde ihn jetzt hier im Netz gar nicht, ist überall ausverkauft oder derzeit nicht lieferbar. Aber ihr könnt ja mal gucken, das ist derselbe Subwoofer, nur eine Nummer kleiner. Kommen wir nun zu einem etwas günstigeren Subwoofer von dem Hersteller Heyco. Da habe ich auch schon mal im anderen Video Lautsprecher vorgestellt, und zwar aus der Victa-Serie. Und auch genau aus derselben Serie gibt es auch einen Subwoofer, den Heyco Victa Sub 251A. Den gibt es in unterschiedlichen Farbausführungen, in Schwarz, in Buche, hier in Cognac. Und guckt es selber euch an, welcher euch gefällt. Ihr könnt es einfach mal testen. Der fängt hier bei 220, 240, 250 Euro liegt der Preis und ist ausgestattet mit einem 200 Watt Verstärker. Frequenzgang wird hier angegeben 23 bis 200 Hertz. Die 23 Hertz, glaube ich nicht. Ich würde hier eher sagen, bis 30 Hertz kann man hier wunderbar Spaß mit haben. Das Ganze ist auch hier in einem Bassreflexgehäuse verbaut. Wir haben einen Tieftonchassis von 260 mm, also 26 cm. Wie gesagt, 240 Euro ist hier so der Preis. Preise sind immer schwankend. Vielleicht findet ihr ihn auch manchmal günstiger. Und gebraucht kaufen ist in all diesen Sachen auch eine sehr gute Möglichkeit. Und wie gesagt, das sind hier nur Tipps. Ich zwinge hier keinem irgendwas zu kaufen. Probe hören ist sowieso ganz wichtig. Und das sage ich immer wieder, macht das zu Hause. Denn der Raum macht extrem viel am Klang. Es liegt nicht immer nur am Lautsprecher. Der Raum. Also wenn ihr jetzt in den Laden geht oder sowas, das ist nur bedingt hilfreich. Holt euch den Lautsprecher nach Hause, testet, wenn nichts ist, schickt es zurück. So. Kommen wir nun zum günstigsten im Bunde, den günstigsten Subwoofer, der kommt aus Solingen von dem Hersteller Miwok. Ja, jetzt höre ich dann schon wieder manche Kommentare, das ist der letzte Rotz. Muss man einfach mal hören, muss man einfach mal gehört haben, sich selber ein Urteil drüber machen. Ich selber habe diesen Subwoofer mal gehört beim Kollege und war doch relativ erstaunt. Für 150, 130, 120, manchmal auch 100 Euro macht der Miwok Hype 10 hier einen Riesenspaß. Und ganz ehrlich, mehr für weniger Geld, das gibt es nicht. Ja doch, beim Miwok SW 1100A, das ist das gleiche, nur als Downfire-Prinzip. Der Miwok Hype 10 ist ein Frontfire-Prinzip und ist ausgestattet mit einem 25 oder 10 Zoll Tieftöner. Mit einem maximal Leistungsverstärker von 300 Watt. Ich meine aber, Normalleistung haben wir hier 120 Watt. Bis 37 Hertz wird hier angegeben, spielt er runter, und das halte ich für sehr realistisch, die 37 Hertz. Und das ist, wenn man mal überlegt, wir reden hier von 120 Euro. Das ist schon ganz ordentlich, und dabei sieht das Ding auch noch nicht mal scheiße aus. Ja, also einfach mal anhören. Und wie gesagt, die Leute, die keinen Frontfire-Subwoofer haben möchten, sondern lieber einen Downfire-Subwoofer, da bietet Miwok auch mit dem SW 1100A auch eine Menge Spaß für 130 Euro. Wer Miwok aber trotzdem nicht so toll findet und trotzdem einen günstigen Subwoofer sucht und es neu sein soll, der kann mal bei Yamo vorbeischauen. Da habe ich nämlich hier den Yamo Sub 210. Den gibt es in unterschiedlichen Farben, einmal in Apfeldunkel und Schwarz. Apfeldunkel, was soll das für eine Farbe sein? Aber egal, er ist ausgestattet mit einem 200 Watt Verstärker, also können wir ungefähr 100, 120 Watt können wir uns als nutzbare Leistung ausmalen. Ein 23 cm Tieftöner ist ausgestattet, natürlich ist es auch ein Aktiv-Subwoofer. Wir haben hier eine schaltbare Phasenanpassung, und das haben alle Subwoofer, die ich hier vorstelle. Übertragungsbereich 40 bis 200 Hertz wird hier angegeben, das halte ich sogar für realistisch, für 160 Euro. Diesen Subwoofer, den habe ich mal nur kurz gehört. Es ist auch ein Bassreflexgehäuse, ist aber ehrlich gesagt was für kleinere Räume. Hohe Pegel ist nicht ganz seine Stärke, dann hört man dann schon irgendwie, dann wird der Bass unsauber und dröhnen, und man hört richtig eine Verzerrung schon drinne. Aber nicht mal 160 Euro für kleine Räume und sieht noch nicht mal übel aus. Kommen wir nun zum anderen Subwoofer, auch vom Hersteller Yamo. Der wird ganz gerne mit dem JBL ES 250P verglichen. Manche finden ihn sogar noch besser als den JBL. Kostet hier 350, 360 bis hoch zu 400 Euro, manchmal aber auch noch wesentlich günstiger, den Yamo Sub 660. Die 660 ist hier
die Spitzenleistung, die angegeben wird, also 660 Watt. Aber wir wissen ja, die Spitzenleistung, da haben wir nichts von. Das ist, wenn der Blitz einschlägt, dann haben wir vielleicht 660 Watt anliegen. So haben wir hier um die 200, 300, 400 Watt. Können wir wirklich dann davon ausgehen, dass die da sind? Ein Frequenzbereich von 24 bis 200 Hertz ist angegeben und das stimmt soweit auch. Er kommt wirklich tief runter, ähnlich wie der JBL. Beim Yamo ist es allerdings ein bisschen schade, obwohl er etwas schwerer ist als der JBL. Man lässt ihn tiefe Töne laufen, dann läuft er weg. Das finde ich sehr schade, das habe ich in Hörraum mal erlebt, wenn man richtig ein bisschen Gas gibt. Dann läuft er da weg, also man sollte dann irgendwie Gummifüße oder eine Gummimatte drunter legen. Hier haben wir auch ein Bassreflexgehäuse und einen Tieftöner mit 30 cm Durchmesser als Frontfire-System. So, zum Schluss noch ein alter Bekannter, der auch immer gerne genommen wird, für den Anfang was Kleines. Und zwar den Magnat BeatStep 20A. Auch hier ist ein kleiner Subwoofer mit 21 cm Tieftöner, 200 Watt Subwoofer, der bis zu 40 Hertz runterkommt. Ab dann macht er sich echt langsam die Biege. Der bringt aber auch schon sehr viel Spaß mit. Den habe ich mal verglichen mit meinem ELAC ESP 101. Die ähneln sich sehr. Aber ich hatte den ELAC ja schon gehabt. Warum soll ich mir dann den Magnat BeatStep holen? Also, wer einen ähnlichen Subwoofer haben möchte, wie ich den ELAC habe, dann ist hier gut beraten mit. Wer aber meinen ELAC haben möchte, ja, da muss man echt nach eBay gucken und ihn gebraucht kaufen. Gibt es schon für 60, 70 Euro. Und wie gesagt, gebraucht kaufen ist immer eine gute Idee. Und ich weise nochmal darauf hin, das sind hier nur Tipps von Subwoofern, die ihr euch echt mal anhören könnt, die echt nicht Gott weiß wie scheiße sind. Natürlich gibt es bessere, aber die kosten dann aber auch Gott weiß wie mehr. Ihr kennt es ja, nach oben gibt es gar keine Grenze, genauso wie beim Benzinpreis. Okay, das erstmal dazu. Wer jetzt ein PC-System oder sowas sucht, ja, der kann ja ganz gerne mal bei Edifier vorbeischauen. Ja, Logitech wird auch gern genommen, ist auch gar nicht ganz so schlecht, was die Haltbarkeit angeht. Die Treiber, die Logitech verwendet, sind ja bekanntlich von Tangband. Ist auch nicht das Schlechteste, aber die Gehäuse, die gefallen mir nicht. Die Subwoofer, die sind einfach zu matschig, zu pumpig abgestimmt. Das ist für die Hip-Hopper was oder die wirklich was mit Tiefgang hören. Für die ist Logitech ganz okay, aber wenn man wirklich ein bisschen Klang haben möchte, sind die Subwoofer einfach nicht so prickelnd. Finde ich Edifier ein bisschen besser. Oder wenn man mehr Geld ausgeben möchte, kann man natürlich auch bei Teufel vorbeischauen. Selbstbau-Subwoofer ist natürlich auch eine gute Idee, muss man aber allerdings ein bisschen Ahnung für haben. Das ist nicht immer ganz einfach und wenn man da nicht ganz genau Ahnung hat, dann bringt es einem weniger, als was man dann Nutzen rausziehen könnte. Wichtig ist halt immer Probe hören, denn jeder hört anders. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Basskisten zu Hause hinstellen, das bringt gar nichts. Vor allem original nicht. Wenn, dann muss das Gehäuse neu berechnet werden. Was machen die meisten nicht, weil da steht 800 Watt drauf und Watt ist ja gleich laut. Das stimmt nicht. Und jagt da mal richtige 800 Watt rein. Was meinst du, dann könnt ihr die Feuerwehr vorher schon rufen. Dann habt ihr die wenigstens schon mal vor Ort. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen, geholfen oder in irgendeiner anderen Form weitergeholfen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Abonnieren ist sowieso kostenlos und bleibt auch kostenlos. Und jetzt könnt ihr euch auf die Socken machen und Probe hören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, ihr kommt zu einem guten Ergebnis. Bis zum nächsten Mal. Euer Speaker Schocker. So, immer Schlitten fahren, gell?